begrüßen zum heurigen Hoffest. Jetzt brauchen wir nur die Ortsbären noch kurz. Weil die sind ja eigentlich die Hauptorganisatoren für den ganzen Fest. Die Ortsbären möchte ich mir jetzt gleich schon bedanken, dass die das so gut bis jetzt schon organisiert haben. Und die Landjugend hilft auch ganz fleißig mit, muss ich sagen. Es sind ein Haufen Leute im Einsatz heute. Ich hoffe, es werden es alle fleißig konsumieren, weil das Ganze ja noch ihren guten Zweck gespendet wird. Und ich darf jetzt vorrangig herzlich begrüßen. Für uns Menschen, dass wir im Leben Gebet und Arbeit verbinden und so für die ewige Ernte heranreifen. Wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns. Für die Menschheit, dass sie die Gaben der Erde dankbar annimmt und behutsam mit den landwirtschaftlichen Ressourcen umgeht. Wir bitten dich, erhöre uns. Gesegne und begleite euch der gütige und dreieinige Gott. Er bewahre euch vor allem Schaden und schenke euch günstiges Wetter. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Nun wollen wir noch den Stall segnen. Der Stall ist zwar schon 2 Jahre alt, aber trotzdem, der Segen Gottes kommt nie zu spät. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, die ganze Schöpfung bezeugt deine Größe und Güte. Du hast sie in die Hand der Menschen gegeben, damit er sie gebrauche und dir dafür danke. Schütze diesen Stall und segne ihn. Ich stelle nach, Thomas.